18. Januar 1969. In Deutschland wird Fernsehgeschichte geschrieben. Hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen, präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitsparade. Niemand ahnt, dass hier ein musikalischer Dauerbrenner durchstartet. 32 Jahre lang jagt ein Highlight das nächste. Unvergessliche Auftritte, unvergessliche Outfits, Augen auf und durch. Mit den coolsten modischen Ausrutschern aus 3 Jahrzehnten Hitparade. Zu zweit macht Musik einfach doppelt Spaß. Mit den beliebtesten Duos und Duetten. Internationale Songs auf Deutsch? Ohrwurm-Alarm hoch 2 bei den erfolgreichsten Coversongs. Begeisterung ohne Grenzen. Schon vor der Wiedervereinigung sorgen legendäre Auftritte auf beiden Seiten der Mauer zwischen Ost und West für Gänsehaut. Wir drehen eine extra Runde durch 3 Jahrzehnte Hitparade und wünschen viel Spaß mit der Zugabe. Weißt du, wohin mein Herz aufreisen geht? Zu einem echten Highlight kommt es 1995, als sich zwei der ganz Großen die Ehre geben. Die israelische Schauspielerin und Sängerin Dalia Lavie und der tschechische Sänger und Komponist Karel Gott. Mit ihrem Duett schaffen sie es auf Platz 1 der Hitparade. Wir erinnern uns jetzt an einige Stars, die wir nie vergessen werden, vor allen Dingen, weil ihre Lieder unvergesslich sind. Und wir freuen uns, dass einige junge Künstler diese Fackel aufgenommen haben und uns jetzt einige Songs präsentieren werden, deren Interpreten nicht mehr leben, aber an die wir uns immer erinnern werden. Auch weil es diese Künstler nicht mehr geben wird. Da wächst einiges, was es mal in dieser Szene gegeben hat, nicht mehr nach. Andererseits gibt es junge Künstler, und wir werden jetzt einige davon sehen, bei diesen Songs sehr gut aufgehoben sind. Bitte schön, unsere Erinnerungen an das, was mal war. Waren, sind wir oft gefahren, oben auf dem Wagen mit dem Heu. Und bei uns war immer Babischka. Herrliche Geschichten konnte sie berichten, und für uns war es immer wieder neu. Alle Kinder liebten Babischka. Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war Babischka. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war Babischka. Sie hat uns getröstet in